Yo, you feel the pressure. Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spyro the Dragon. Ja, in der letzten Folge haben wir die Dreamweavers Welt betreten und ja, heute, also auch Ice Flight natürlich auch noch gemacht und heute werden wir uns in das erste Level von hier Dings bewegen von Dreamweavers, so heißt das Ding. Und ja, dazu besorgen wir uns jetzt erstmal ein paar Kugeln, die wir gar nicht brauchen eigentlich, aber naja. Ich würde sagen, ja, welches Level gehen wir eigentlich? Haunted Towers würde ich ganz am Schluss machen. Könnten mal. Ja, eigentlich haben alle Level so irgendwas Besonderes an sich. Ja. Alle drei Level haben hier irgendwas Besonderes an sich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Dark Passage an. Ich mag die irgendwie alle drei gleich gerne, würde ich jetzt mal so behaupten. Deswegen, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, welches ich erst hinter mir haben will. Und ja, keine Ahnung, irgendwie alle drei gleich, sag ich mal. Nee, nicht gleich, sondern gleich gut so rum. Gut, erstmal wieder an 2 Euro reinkommen. Guck mal nicht mal, Dark Passage, was ist hier so besonders? Hier gibt es 500 Edelsteine und 5 Drachen. Ist das mit, Ice Cavern aus Peacekeepers, wo es 5 Drachen gibt. Und dazu gibt es hier noch 500 Edelsteine. In Peacekeepers, Ice Cavern gibt es nämlich nur 400 Edelsteine. Damit ist das eigentlich das Level, wo es am meisten gibt im ganzen Spiel. Also wenn man mal die Eier jetzt abzieht, weil Eier sind ja nur noch so eine Besonderheit, sag ich mal. Aber okay. So, und hier gibt es eine Besonderheit. Im Dunkeln werden die Mobs groß und scheiße und im Hellen werden die Gegner, sag ich mal, klein und süß, sagen wir mal so. So. Und der ist jetzt groß und metallisch und unbesiegbar. Klein kann man gegen den durchaus mal vorgehen. Okay. Das sind halt die Narren. Und die Narren kann man noch abfackeln und dann bleibt Licht. Zumindest kurzzeitig. Die kommen dann gleich wieder. Wie man hier sieht. Genau. Die kommen dann auch wieder. Okay. So, die nehmen wir auch mal mit. Nehmen wir den mal mit, dann haben wir genug Zeit. Aber die sind natürlich trotzdem nicht so nett zu uns. So kann man das eigentlich ganz gut sagen. Okay. Und habe auch schon gleich den ersten Drachen. Und zwar gerettet Kasia. Die Feinde hier können ziemlich unheimlich sein. Aber pass auf die Narren auf. Die will ich lieber rösten. Das hört man gern. Ich kann mir vorstellen, dass man das gerne hört, wenn die Narren rösten. Also. Wow. Hilfe. Zack. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt, okay. Mal ein bisschen Sparks wieder aufpäppeln hier. So ist das halt. Okay. Nehmen wir den mal noch mit. Und... So, der wird übrigens gar nicht hell. Alter. Böse. Das fand ich jetzt gar nicht so nett. Also der hier wird, by the way, gar nicht hell. Also wenn man will, dass der hell wird, dann muss man den schon mal anfackeln, sag ich mal. Aber da war der Hund gerade schneller und hat nicht R geholt. So, der ist wieder doof und wird auch wieder hell. Okay. So. Zack. Also am besten ist immer bei Tageslicht daran gehen. Tageslicht. Aber. Na gut, die Hunde sind trotzdem nicht so nett, wenn Licht ist, aber. Es geht da nicht um die Nettigkeit, sondern um die Monströsität, um genau zu sein. Okay, gerettet Azizi. Danke, dass du mich befreit hast. Bitte. So. Aua.
So. Wir warten jetzt mal, bis dunkel ist. Wieso habe ich das gerade gemacht? Erzähl mir das mal. Ja. Erzähl mir jetzt mal, wieso habe ich das gerade gemacht. So, jetzt darf ich erstmal ganz kurz Sparks suchen. Also Sparks auf Peppelung. Weil ohne habe ich keinen Bock. So. Mal ganz kurz den Herrn hier holen. Und den Herrn hier auch noch. Und dann haben wir Sparks wieder da. Okay. Au. Will nämlich jetzt nicht extra sterben. Nur weil ich hier YOLO-mäßig rangehen will. Ja, okay. Alter. Wow. Pilze? Ich brauche, glaube ich, den Rand nochmal. Gut, dass ich das hier gemacht habe. Warte mal. Ja, sind wieder da, okay. Ich renne einfach nochmal. Oh, kann man machen. So, zack und zack und zack, genau. So. Ja. So. Zack und zack, genau. Und so, das ist wieder so eine unzerstörbare Kiste. Da brauchen wir dann mal wieder ein bisschen zu tun. Au. Tschüss. So. Zack. Wow. Warte mal. Dich holen wir uns mal ganz schnell und dann sehen wir hier auch schon ein Leben. Und hier ist auch schon das Nachhauseportal. Gerettet Bakari. Weißt du, du bist vielleicht genau der richtige Drache, um Nasty Nog zu besiegen. Tja, ich nun wieder. Alter, das weiß ich schon länger, dass ich genau der Richtige bin, um Nasty Nog zu besiegen. Clear, oder? So. So, hier gibt's Fett-Edelsteine gerade. So, und jetzt ist die Frage, wie geht es hier weiter? Es gibt nämlich auch noch einige Secret-Bereiche, oder eine auf jeden Fall. Und zwar, wenn wir jetzt mal gucken, da unten, da kommt man nur von hier oben hin. Da muss man so gleiten und dann ist weiter unter. Das ist schon hart, wenn man es nicht weiß, finde ich. Also, ich glaube, ich habe damals lange gebraucht, um das wieder zu finden. Ja. Zurückkommen tut man dann durch diesen Wirbelwind. Aber naja. Okay. Au. Echt so. Okay. Zack. Und zack. So. Und so. Und so. Und natürlich so auch noch. Ist klar. Okay, und ich nehme auch noch mit, dann passt das schon. So. Genau. Vorhin waren wir da drüben. Da haben wir ja diese Stelle hier gesehen. Also ich habe jetzt, glaube ich, nicht Alarm geschlagen hierbei und gesagt, da kommen wir später noch hin. Aber hier sind wir jetzt später hingekommen. So. Das habe ich, glaube ich, vergessen anzusagen, ja. Aber egal. So. So, der ist besonders doof, der macht die nämlich nicht hell. Die muss man einmal abfackeln, damit man die besiegen kann, weil sonst wird das nichts. Wenn die groß sind, kriegt man die nicht. Unmöglich ist das. So. So. Schön Kombo gemacht. Passt doch. Okay.
So. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir nochmal eine Fuhre Sparks mit. Und dann sprengen wir das mal da in die Luft. Und ja, da hinten kommen wir später. Erstmal müssen wir hier lang. Au. Und zwar diesen Drachen retten. Gerettet, Apara. Danke, Spyro. Ich würde dir gern helfen, Nasty zu fangen, aber ich möchte nicht wieder in Kristall eingesperrt sein. Keine Sorge, der Einzige, der hier eingesperrt wird, ist er. Ja, besser ist auch. Also... So, einmal so. Und dann passt das auch schon. Genau. So. Genau. Okay. Zack und zack und zack und zack. Genau. Und dann machen wir immer so. Den finden wir jetzt auch schon den letzten Drachen vor, tatsächlich. Schön, schön. Also den letzten Drachen in diesem Level. Und zwar gerettet Obasi. Danke, dass du mich befreit hast. Der hat ja wieder einen sehr langen Satz gehabt, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal rüber. Au. Au. Wow. Ich habe halt gar keinen Sparks mehr. So, jetzt machen wir noch einmal so. Und dann haben wir das auch ohne Sparks geschafft. Irgendwie. So, mal sehen, wo wir jetzt überhaupt rauskommen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mal so ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist eins sicher, ich darf halt alles so einsammeln. Finde ich so schön. Also. So, wir haben so 40 Edelsteine fehlen jetzt noch. Hoffen wir mal, dass das jetzt in der Kiste drin ist. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich meine, das hat gepasst, oder? Waren da 40 drin? Sieht gut aus, also. Also wenn das jetzt keine 40 sind, dann ist es einfach Pech, würde ich sagen. So. Was? Och nö, es fehlt 5er. Really? Das ist jetzt scheiße. Es fehlt ein 5er. So. Dann suchen wir einfach mal unseren gesamten Herrn Level hier nochmal von vorne ab. Aber das geht so nicht, dass hier 5 Edelsteine fehlen. So. Scheiße, Alter. Wo man jetzt wieder was übersehen. Ah. Ja, wenn man im ersten Teil was übersieht, das ist böse. Also. Im zweiten Teil ist es ja halt so wild. Im dritten Teil eigentlich auch halb so wild. Aber im ersten ist es wild. Da ist es richtig schlimm, wenn man da was übersieht. So. Ich glaube, die Folge wird wohl auch ein bisschen länger als sonst. Würde ich jetzt mal so behaupten. So. Einmal so und so. So und so. Also hier ist erstmal nichts. So gesagt. Das wird wahrscheinlich irgendwo im äußeren Bereich sein. Lol. Scheiße. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Okay. YOLO. Jetzt sind wir falsch rausgeflogen. Okay. So.
Okay. Gut, also hier war jetzt überall wirklich nichts. Das sieht man. Hä? War das da nicht? Hä? Wo ist Luke hin? Was zum Teufel? Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht irgendwie. Weiß auch nicht. Ich sollte mal mehr Plattform mitnehmen, oder? Wo ist denn diese Luke? Hinterhalten ist er. Kriegen wir die von hier aus? Weiß ich nicht. Könnte. Ja, die kriegen wir sogar sehr locker. Chillig, hier wollte ich jetzt die ganze Zeit hin. So, hier oben war kein Edelstein mehr. Nö. Na, dann ist da halt einfach kein Edelstein. Ist ein Fünfer, der hier irgendwo rumliegen muss. Da ist er auch. So. Okay, dann hätten wir das auch erledigt. 500 von 500 Edelsteinen. Wir gucken mal ganz kurz. 500 von 500 Edelsteinen. 5 von 5 Drachen. Wir haben 80% jetzt schon geschafft im Spiel. Ja. Noch 40%, um genau zu sein. Also damit zwei Drittel. Quasi. Also weil es ja 120% gibt. Aber die letzten 20 sind so billo einfach. Also, naja. Gut, ich würde sagen, einmal nach Hause. So, und dann war es das einmal für diese Folge. Würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.